Deshalb beginne bewusst zu denken, so wie es dir und deinem Herzen entspricht. Und räume im Unterbewusstsein und vor allem auch im Unbewussten auf. Und befreie dich von den Energien, die da in dir aktiv sind, die dich klein halten, die dich manipulieren möchten. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen, Sonntagmorgen wünsche ich dir. Morgenstund hat Gold im Mund, auch am Sonntagmorgen. Mal schauen, wer hier jetzt schon live dabei ist heute Morgen. Heute schon Tag 21 unserer Challenge hier und ich möchte dir gratulieren, dass du so eisern mit dabei bist, live dabei bist und zum Teil eben hier auch anschließend dir die Beiträge angeschaut hast, dass du überhaupt hier teilgenommen hast und dir diese Inspirationen geholt hast zu dem Zeitpunkt, wo es für dich einfach in den Tagesablauf gepasst hat. Wunderbar, schön. Lass dir gratulieren, lass dich feiern, dass du hier dabei bist. Ja, heute möchte ich mit dir noch über die vier Erfolgsgesetze sprechen oder über vier Erfolgsgesetze. Es gibt viele Erfolgsgesetze, aber über vier Erfolgsgesetze insbesondere möchte ich mit dir sprechen. Und zwar, erster Punkt, mach dir bitte bewusst, dass du alles, absolut alles, jedes Lebensziel, das hier deinem Herzen entspricht, das im Einklang mit deiner Seele und deinem Herzen ist, mit anderen Worten deinen Seelenplan, dass du alles, was damit zusammenhängt, erreichen kannst. Absolut alles, was im Einklang mit dir selbst steht. Schau mal, nirgendwo, absolut nirgendwo steht geschrieben, dass ausgerechnet du dir nicht ein glückliches, freudvolles, gesundes und geniales Leben erschaffen darfst, genau so, wie es deinem Herzen entspricht. Nirgendwo steht geschrieben, dass du dich im Mangel befinden musst. Und es ist völlig wurscht, sage ich jetzt mal flapsig, wie lebenserfahren du bist. Mir hat kürzlich jemand geschrieben, ich bin schon 67 oder war das gestern, glaube ich, hier in der Runde oder war es im Webinar, ich weiß nicht mehr. Kann ich das jetzt auch noch? Natürlich, immer dann, wenn du die Informationen bekommst, wenn du in dir fühlst, jetzt hier ist Schluss, ich habe es leid, meine Seele hat genug gefroren, das war bei mir ja auch irgendwann mal der Fall, wo ich absolut hier die Schnauze voll hatte und mir auch gesagt habe, meine Seele hat jetzt genug gefroren, jetzt packe ich es endlich an und begib mich auf einen anderen Weg. Und hör auf hier im Hamsterrad, in der Tretmühle mich zu drehen und hör auf in diesem Tunnel drin zu sein und immer nur zu machen, zu machen, zu machen und Energie zu verlieren, Energie zu verlieren. Es muss doch irgendwie auch einfacher und leichter gehen. Und dann ist das völlig egal, wie, ich sage jetzt bewusst, lebenserfahren du bist. Ich sage bewusst nicht alt. Mein Motto ist eh mein Glaubenssatz, ich werde jünger. Die Kinder werden älter. Natürlich werde ich vom Passalter auch älter. Was alles auch eine Einstellungssache. Denn vor allem, wenn dein Umfeld dir dann sagt, das war bei mir, als ich so ja, mich der 50 genähert hatte, haben so viele im Umfeld gesagt, da fangen die Wehwehchen an und dies und jenes und das. Da habe ich für mich gedacht, hey, was soll denn das? Warum sollen da Wehwehchen anfangen? Da beteilige ich mich einfach nicht dran. Okay, also hier im Kopf fängt alles an. Und deshalb sage ich ganz bewusst, je lebenserfahren du bist, ob du noch weniger lebenserfahren bist, das bin ich gestern auch gefragt worden, ich bin noch sehr jung, kann ich denn jetzt schon meinen Seelenplan leben? Ja klar, und wenn du 67 oder 70 bist und stellst dir jetzt die Frage, ich bin jetzt so lebenserfahren, kann ich dann noch? Ja klar, der richtige Zeitpunkt ist jetzt durchzustarten, ist jetzt anzupacken. Und den Weg deines Herzens zu gehen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und wenn du dann so diese Ideen entfachst, deinem Seelenplan zu folgen, vielleicht hat sich es auch schon konkretisiert
Und du träumst davon, von deinem optimalen Leben, wie das ausschaut. Dann würde ich dir empfehlen, erst dann anzufangen, von deinem optimalen Leben, deiner Einzigartigkeit, deiner Großartigkeit, zu der du dich entwickeln möchtest, die im Prinzip ja da ist, die darf nur ans Tageslicht gebracht werden. Erst mit deinem engeren Umfeld darüber zu sprechen, denn aus diesem kleinen Pflänzchen, diesem kleinen Samenkorn, das du gerade gesät hast, schon zumindest ein junger Baum mit einem Stamm geworden ist. Weil mach dir bewusst, dein Umfeld, das setzt sich jetzt aus den Energien zusammen, in denen du bislang mitgeschwommen bist. Und wenn du jetzt anfängst, da zu sagen, hey, in einem Jahr habe ich das erreicht und ich gehe jetzt hier raus aus diesem ganzen Schlamassel und beschäftige mich da nur noch mit meinen Zielen. Ich kann alles erreichen. Ich mache das und das. Und ich fange jetzt auch an, Geldenergie in mein Leben zu ziehen, so wie es mir entspricht. Ich habe die Schnauze voll, dass am 5. am liebsten schon der Erste sein soll und. Keine Ahnung. Weißt du, dein Umfeld wird dir da nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ja, mach das. Genauso wie man dir früher als kleines Kind auf die Schulter geklopft hat, als alles für dich möglich war und du groß geträumt hast und alles für dich erreichbar war, du die Welt entdecken und erobern wolltest. Da hat man dir ja auch nicht gesagt, ja, mach das, folge deinem Herzen, du kannst alles erreichen. Und so setzt sich dein jetziges Umfeld, und das ist auch nicht bös gemeint von deinem Umfeld, ja, aus den Energien zusammen, die du bislang in dein Leben aufgrund deiner bisherigen Energien, die du ausgesendet hast, angezogen hast. Dann werden die dich wahrscheinlich eher fragen, welche Gehirnwäsche machst du gerade? Wer hat mit dir Gehirnwäsche gemacht? Ich kenne diesen Ausdruck nur noch zu gut aus unserer Zeit, als wir noch, mein Mann und ich, im Network Marketing unterwegs waren. Und da auch recht erfolgreich unterwegs waren. Also wir waren damals ganz stolz, so zwei schwarze Limousinen als Firmenwagen auch vor der Tür stehen zu haben. Und das sind ja so, wie man so schön nennt, so diese Chaka-Chaka-Veranstaltungen, wo man schon mal gefragt wird, welche Gehirnwäsche passiert da mit dir? Und dieses Wort Gehirnwäsche ist so ein bisschen negativ behaftet in unseren Köpfen. Aber. Und ich will jetzt, also Network Marketing hat zwei Seiten. Ich begegne auch immer vielen Menschen oder die mich ansprechen. Ich bin im Network Marketing tätig, soll ich das weitermachen oder nicht? Mit Network Marketing kannst du wirklich sehr, sehr gut Geld verdienen. Mit einem Aber. Du machst Dinge nach Vorschriften von einer Firma, die nicht deine ist. Und du hechtest ständig etwas nach. Und das ist der dritte Punkt, den ich dann irgendwo entdeckt habe, dass ich gemerkt habe, trotz dem guten Geld, was da verdient werden kann, ist es nicht das, was mir selbst und meinem Herzen entspricht. Ich ahme etwas anderes nach. Mache nicht mein eigenes Ding, das, was mir entspricht. Und so, ich habe das damals so formuliert, ich vergewaltige tagtäglich meinen Selbstwert. Und das heißt nicht, wenn du im Network Marketing zum Beispiel tätig bist oder da was machen möchtest oder irgendwo gelistet bist, dass deine jetzige Lebensaufgabe konform sein kann mit den Produkten, die du in diesem Network vorfindest. Wenn das zusammenpasst, kannst du beides ja wunderbar miteinander kombinieren. Weil der erste Schritt darf sein, hier auf dein Herz zu lauschen. Das ist das eine. Und im Hinblick auf Gehirnwäsche. Ich habe auf Facebook hier vor einiger Zeit mal so einen wunderbaren Film gesehen, der hat so ein paar Minuten gedauert, wo jemand so richtig toll dargestellt hat, wie, mit welcher Gehirnwäsche denn die Masse von Menschen durch ihr Leben läuft. Ich habe eben mal noch geschaut, ich finde den Film leider nicht mehr.
Ich wollte ihn gerne mit dir hier in der Gruppe tauschen. Also, wenn es so sein soll, wird er mir wieder über den Weg laufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann poste ich ihn ihr gerne hier nochmal in der Gruppe. Denn dieser Mainstream, die Medien, die Regierung, da steckt allein schon das Wort ihr drin. Alle Institutionen, muss mich jetzt ein bisschen zurückhalten, alle Institutionen fühlen dich hinein, du weißt, was ich damit meine. Die wollen doch nichts anderes als uns klein halten. Die wollen nichts anderes als uns klein halten. Deshalb frag dich mal künftig immer, was du hier in dein Gehirn reinlässt an Nachrichten, an Fernsehsendungen, an Informationen aus dem üblichen Mainstream. Mach da in der Richtung mal Gehirnwäsche. Und ist es nicht so, dass wir da vom Mainstream, von der Masse, von den Dingen, die uns die Medien vermitteln, einer Gehirnwäsche unterzogen werden? Und deshalb wäre es da in andere Richtung nicht vielleicht klug, sich von diesem negativen Touch Gehirnwäsche zu lösen, sondern dass du deine Gedankenhygiene, ich habe es hier an einem Tag der Challenge als Gedankenhygiene bezeichnet, in der Richtung auch mal deine Gehirnwäsche, deine eigene machst, so wie es dir und deinem Herzen entspricht. Kleines Wortspiel dazu. Und dass das Außen dann einfach merkt, wenn da keine Knöpfe mehr zu drücken sind. Wenn du dieses kleine Pflänzchen jetzt schon mit deinem Außen besprichst, also mit den Menschen in deiner Umgebung, die da drin bleiben wollen, das ist ja auch in Ordnung. Du darfst die Entscheidung treffen, passt du dich da weiter an, bleibst du weiter in dem Dilemma, in dem Sumpf, wie auch immer du das nennen möchtest. Ich habe das bei mir früher als immer als Sumpf bezeichnet, in dem ich drin gesteckt habe, als Schlamassel. Oder triffst du jetzt eine Entscheidung und gehst deinen eigenen Weg. Und wenn du da ganz früh schon mit Menschen, die nicht dort sind, wo du hin möchtest, sprichst, weil du bist ja selbst dann so in den ersten Schritten unterwegs und noch ein bisschen unsicher und hast Zweifel und dann kommen Ängste auf und dann klappt von Anfang an nicht das so, wie du denkst, weil du zwei, drei Dinge mal versucht hast, da ist so ein Brocken vor dir und dann denkst du, ah, es war doch nicht mein Ding und dann glaubst du nicht so richtig an dich. Und dann kommt das Umfeld und macht das zarte kleine Pflänzchen, das Samenkorn hat schon gesprießt, so ein kleines Pflänzchen ist da, das bildlich gesprochen schon aus der Erde rauskommt, trampelt das nochmal zu Boden. Und das Samenkorn ist gestorben. Deshalb lausch hier in dich hinein, begib dich auf deinen Herzensweg. Und erst, wenn dein Pflänzchen ein bisschen größer geworden ist, wenn schon ein Baumstamm, ein kleiner Baumstamm da ist, dass nicht einfach jemand kommen kann und das runtertrampeln kann, fang erst dann an, mit deinem Umfeld zu sprechen darüber. Das ist so ein erstes Erfolgsgesetz, das ich dir mit auf den Weg jetzt noch geben möchte. Okay? Der zweite Aspekt ist, mach dir bewusst, dass du und niemand anderes mit deinen unbewussten und bewussten Gedanken der deine Realität im Außen erschaffst. Diese Gedanken, die du denkst, die schwingen auf einer gewissen Frequenz wie ein Radiosender. Und bildlich gesprochen kannst du dir auch so das vorstellen, dass diese sich verselbstständigen und so
diese Gedankenenergien dann im Außen zu einer verdichteten Energie werden, sprich zu deiner Lebenswirklichkeit im Außen. Deshalb beginne bewusst zu denken, so wie es dir und deinem Herzen entspricht. Und räume im Unterbewusstsein und vor allem auch im Unbewussten auf. Und befreie dich von den Energien, die da in dir aktiv sind, die dich klein halten, die dich manipulieren möchten, die dich daran hindern, in deine wahre Kraft, Größe, Stärke und Energie zu kommen. Und hol dir all deine Energien, die du jemals abgegeben hast, die aber wirklich zu dir gehören, die dir jetzt auch fehlen, hol die dir bitte nochmal zu dir zurück, damit du deinen Weg auch gehen kannst. Auf eine leichte, auf eine einfache Art und Weise. Ja? Der nächste Punkt ist, mach dir bitte bewusst, dass alles da ist, was du brauchst. Dieses Mangelbewusstsein, das wir uns angeeignet haben, wir Menschen als Krönung der Schöpfung, das kennt kein anderes Wesen, das kennt weder die Natur. Jeder Quadratzentimeter Gras produziert in Hülle und Fülle immer und immer wieder das, was es braucht. Und auch die Tiere haben kein Mangelbewusstsein. Die sind da. Die leben so, wie es ihrer Art entspricht. Es sei denn, es ist eine Katze oder ein Hund, der irgendwo in einem Haushalt lebt und da Dingen ausgesetzt ist, denen er sich nicht wehren kann. Aber okay, dann hat seine Seele sich das auch wohl ausgesucht, ein anderes Thema. Aber wir Menschen haben uns im Laufe der Jahrtausende, Jahrhunderte, das ist so eine unvorstellbare Zahl, wenn man von Jahrtausenden spricht, ein Mangelbewusstsein angeeignet. Und glauben, es ist nicht genug Fülle da, es ist nicht genug Vertrauen da, es ist nicht genug Liebe da, es ist nicht genug Licht da, es ist nicht genug Frieden da, es ist nicht genug Stille da, es ist nicht genug Geld da. Es ist alles da. Es ist alles da in Hülle und Fülle. Bei einem Thema kommt man nicht auf die Idee zu denken, es ist nicht genug Lebensenergie da, weil die fließt ja einfach, die nehmen wir über unseren Atem auf. Dass wir nicht immer genug Lebensenergie aufnehmen, das ist ein anderes Thema. Das hat auch was mit unserer Atmung zu tun, weil wir sehr so dazu geneigt sind, flach zu atmen. Das hängt wiederum damit zusammen, dass wir nicht die Dinge tun, die wir wirklich tun wollen, die unserem Herzen entspricht, weil wir da wie so gelähmt auch ein Stück weit durch unser Leben gehen und wie in einem Schockzustand überzogen gesagt sind, in einem sogenannten Beta-Zustand, in einer Anspannung. Und immer wenn man in einer Anspannung ist, wie sagt man so schön, Volksmund, mir stockte vor Angst der Atem, dann atmen wir einfach nicht tief durch. Und wenn du so richtig befreit bist von allem, wenn du die Dinge machst, die deinem Seelenplan entsprechen, deinen Herzensweg gehst, dich befreist von dem allen, dann kannst du auch richtig gut tief durchatmen und dann nimmst du auch mehr von dieser wunderbaren Lebensenergie zu dir. Also mach dir bitte bewusst, das sind alles Begrenzungen in deinem Kopf, von der Denke her, was man uns antrainiert hat, was wir uns selbst antrainiert haben, auch jetzt immer noch als erwachsene Person dann immer noch in die Richtung glauben, dass das die Realität, dass das die Wahrheit ist. Ich spreche immer gerne von der Pippi-Langstrumpf-Mentalität. Erschaffe dir deine Welt so, wie sie dir gefällt. Und jetzt stell dir mal vor, jeder, absolut jeder würde diese Erkenntnis endlich mal umsetzen. Und jeder würde sich seine Welt so erschaffen, so wie sie ihr und ihm vom Herzen gefällt. Hätten wir dann irgendwelche Kriege hier und Massaker und Streitereien, dann würde doch jeder aus dem Herzen heraus agieren, aus der Liebe heraus.
Herz heißt immer Liebe, dann wären alle Probleme auf diesem Planeten hier gelöst. Dann käme keiner auf die Idee, irgendwelche Dinge zu produzieren, die unseren Planeten hier belasten. Dann käme keiner auf die Idee, gegen jemand anderen das Gewehr zu richten oder gewalttätig zu sein. Da fängt es an. Okay? Der nächste Punkt ist das vierte Erfolgsgesetz. Von nichts kommt nichts. Das sagt der Volksmund uns auch so schön. Und da ist auch in der Tat etwas dran. Denn wenn du weitermachst wie bisher, wirst du auch immer die gleichen Resultate erzielen. Das heißt, wenn du im Außen jetzt eine Lebenswirklichkeit vorfindest noch, die nicht zu 100% dir entspricht, dann frag dich bitte, was braucht es? Was braucht es an anderen Denken? Was braucht es an anderen Handlungen in deinem Leben? Und dann setz das um. Und überleg dir bitte auch, hallo liebe Sabine, wunderschönen guten Morgen. Danke für die Herzen und danke für deinen Kommentar, dass das genauso ist. Danke. wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, frag dich, was ist in meinem Leben nicht so, wie ich es gerne haben möchte? Und was braucht es dazu? Und beginne anders zu denken, erster Schritt. Und zweites, beginne anders zu handeln. Und dann frag dich bitte mal auch, was ist in meinem Leben schon so, wie ich es gerne hätte? Wie bin ich da hingekommen? Und dann mach mehr von den Dingen. Denke mehr von den Dingen, die du dann einfach gedacht hast, wenn du dich erinnerst, wie hast du dieses Ziel damals erreicht? Wie hast du das hinbekommen? Und integriere mehr von den Handlungen in deinen Tag, damit du mehr von den Dingen auch erreicht, weil wir sind auch so dazu geneigt, immer nur die Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, die nicht funktionieren. Richte bitte auch mal mehr deine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die du schon wunderbar im Leben gemeistert hast. Das schenkt dir Energie. Allem, was du Aufmerksamkeit schenkst, bekommt Energie und wächst. Und wenn du den Dingen, die schon wunderbar sind, Aufmerksamkeit schenkst, dir überlegst, wie habe ich damals gehandelt, wie habe ich damals gedacht, fang an, mehr in die Richtung zu denken. Und dann schenkst du dir selbst damit letzten Endes die Aufmerksamkeit und die Energie und kannst wachsen. Okay? Gut, meine Liebe. Nach der Challenge ist vor der Challenge. Wir haben jetzt die letzten 21 Tage darüber gesprochen, über Selbstliebe, über Selbstvertrauen, über Meditation, wie du mehr Freude in dein Leben bringst, über Wahrnehmungsschulen, über Kommunikation, über Selbstanerkennung, über Selbstbewusstsein stärken hier, Thymusdrüse, wie du dich von Ärger und Beschwerden befreist und loslässt. Schuld, Ohnmachtsgefühle haben wir drüber gesprochen. Gedankenhygiene, Entscheidungen treffen, loslassen. Und die Frage, die ich mir jetzt heute Morgen gestellt habe, was brauchst du noch? Sabine schreibt, alle großen Dinge werden mit leichtem Herzen gemacht. Das ist meine Erfahrung, ganz genau das. Alles, was schwer ist, ist nicht dein Ding, wo du strappelst und strappelst. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine, dass du das hier mit uns teilst. Super. Ja, und die Frage ist jetzt, was brauchst du noch? Deshalb vor der Challenge ist nach der Challenge. Ich würde dich sehr, sehr gerne hier auch mit weiteren Challenges begleiten. Und deshalb die Frage, was brauchst du noch? Wir haben gestern im Live-Webinar darüber gesprochen, wie du deinen Seelenplan entdeckst und auch Übungen dazu gemacht. Wenn du das noch nicht gesehen hast, schau es dir bitte an. Es steht hier ja in der Gruppe zur Verfügung. Dann schau da bitte rein, nimm dir Zeit und bitte mach die Übungen unbedingt schriftlich mit. Ganz, ganz wichtig, sehr, sehr wichtig, mit der wichtigste Aspekt. Und liebe Fania, schönen guten Morgen. Und
Schreib mir doch bitte mal ins Kommentarfeld rein, was du jetzt noch brauchst, von was du noch mehr Informationen und Anleitungen brauchst. Im Hinblick, keine Ahnung, Selbstliebe, Selbstanerkennung, noch mehr Aspekte deinen Seelenplan zu entdecken an Anleitungen, Selbstbewusstsein, Frieden mit dir selbst, in die Stille einzukehren, keine Ahnung, was dich einfach beschäftigt, vielleicht dein Geldmindset zu heilen, weil das ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, im Hinblick auf den Seelenplan zu entdecken und zu leben, gehört es auch unbedingt dazu, ein anderes Geldmindset zu bekommen, damit du einfach auch mit deinem Seelenplan dir erlaubst, Geldenergie in dein Leben zu ziehen. Oder was auch immer es ist, schreib bitte, nutz diese Chance ins Kommentarfeld rein. Was braucht es noch? Was fehlt dir noch? Und dann greife ich das auch gerne auf und dann machen wir weitere Challenges hier, damit ich dich da wirklich auch begleiten kann. Das ist mein Herzensanliegen. Ich würde am liebsten, so wie beim Computer, Format C machen, aber das kommen wir ja nun mal nicht. Das wäre ja dann zu einfach. Das ist nicht das Leben. Das Leben ist Entwicklung. Und deshalb darfst du dich auch zu deinem Seelenplan in dein optimales Leben einfach auch entwickeln. Ja, es gehört nun mal dazu, weil wenn wir Format C machen könnten hier mit dem Mindset, mit dem Kopf, dann würden dir ja wertvolle Erfahrungen in deinem bisherigen Leben fehlen, die genau dich in deiner Einzigartigkeit ausmachen, um anderen zu helfen, auch ihre Einzigartigkeit zu entfalten. Okay? So, also bitte hinterlass mir hier einen Kommentar, was du jetzt noch brauchst, was dir noch fehlt. Du findest ja auch alle Challenges hier verlinkt im oberen Feld. Schau da gerne auch noch mal drüber, schau in die ein oder andere noch mal rein und schreib mir bitte ins Kommentarfeld rein, was dir noch fehlt. Und schreib mir bitte auch gerne mal rein, was für dich die optimale Uhrzeit ist. Morgens um 6, keine Ahnung, mittags um 12, abends um 18 Uhr oder um 20 Uhr. Dann schaue ich einfach auch, dass ich da zu einer anderen Uhrzeit hier präsent sein kann. Ja, weil ich bestimme ja selbst über meinen Tag. Ich kann das ja einrichten, damit du, wenn du bislang hier dir die Aufzeichnungen angeschaut hast, weil du morgens um 8 Uhr nicht dabei sein konntest, dann können wir da gern zu einer anderen Uhrzeit einfach uns verbinden. Natürlich kann ich hier nicht jedem gerecht werden, ist klar. Aber ich werde dann von der Uhrzeit her die Uhrzeit, die am meisten gewünscht ist hier, die werde ich dann natürlich aufnehmen. Okay, super. Also das ist mein Anliegen an dich. Sabine, Geldmindset zu heilen und Selbstwert. Wunderbar, vielen Dank, werde ich sehr, sehr gerne aufnehmen. Fania, Geldfluss kann sich wieder öffnen. Okay, also das Thema um das liebe Geld, das werden wir auf jeden Fall dann hier noch aufnehmen in einer weiteren Challenge. Freue ich mich auch sehr drauf, weil das ja auch in meinem Leben ein ganz, ganz großer Knoten war, den ich lösen konnte. Und dabei unterstütze ich dich auch gerne, weil es ist wirklich sehr, sehr wichtig, wenn du auf dem Weg zu deinem Herzen bist, dass dein Geldmindset da eben auch geheilt ist, dass du dir erlaubst, hier vom Mangel in die Fülle zu kommen. Gut, meine Liebe, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag noch. Bei uns hier im Saarland ist strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint. Ich werde jetzt meinen Hut absetzen, der hier so das Markenzeichen, das Erkennungszeichen für die Challenge war. Und ja, mit meinem Mann mal mich auf 10 Kilometer Wanderung machen und frische Luft schnappen und die Natur genießen. Und den Sonntag genießen. Und das Gleiche wünsche ich dir auch. Ich schicke dir eine ganz, ganz liebe Umarmung. Freue mich auf die weiteren Begegnungen und bitte, bitte schreibt mir ins Kommentarfeld rein die beste Uhrzeit und deine weiteren Themen, die du gerne hier haben möchtest. Ich bin für dich da. Ich freue mich auf die weiteren Begegnungen. Alles Liebe, hab einen wunderbaren Tag noch heute. Ciao, ciao. Ah, ich sehe hier gerade, ihr habt noch ganz viele Kommentare. Sabine,
8 Uhr ist okay für mich. Fanja, heute Nacht hatte ich eine Erkenntnis, fällt mir jetzt nicht ein. Kommt wieder, genau, sobald es dir wieder einfällt. Fanja, schreib's rein. Sehr, sehr gerne, Sabine. Ich will euch alle mit ganz, ganz viel Lebensfreude hier anstecken. In Köln ist auch strahlend blauer Himmel. Jetzt weiß ich auch, woher du zugeschaltet bist, Fanja. Ganz liebe Grüße nach Köln. Kölle Alaaf kann man ja diese Woche hier sagen, gell? Okay, also habt einen wunderschönen Tag. Sabine, noch ein Coaching-Gespräch? Kein Problem, schreib mir eine Mail, machen wir was ab. Du bist ja bei mir in der Akademie drin. Schreib mir eine Mail und dann machen wir was ab. Okay, kein Thema. Gut, also alles Liebe, bis dahin, ciao.